Ja, ich grüße euch, ihr Lieben. Hier ist wieder Manja von Therapiora. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute mit einem Thema, was sehr häufig Frauen betrifft. Das ganze Thema rund um die Schilddrüse. Und was ich auch sehr viel, wenn ich so in Heilgruppen, ob es jetzt Facebook ist oder Telegram oder so, ein bisschen Fragen beantworte, was ich dort sehr häufig als Thema hochkommt, das ganze Thema rund um die Schilddrüse. Die Schilddrüse steht für das große Thema Selbstausdruck. Das heißt, es geht darum, dass wir in diesem Körper hier auf dieser Erde sind, um uns selbst auszudrücken. Wir drücken uns über unsere Sprache aus. Das ist unser großes unsere große Ausdrucksmöglichkeit, natürlich auch über Tanz und über Gesten, aber hauptsächlich über die Sprache. Das heißt, die Schilddrüse ist sehr eng mit dem Kehlkopfchakra verbunden. Falls ihr so in der Chakrenlehre unterwegs seid, wisst ihr das bestimmt. Das heißt, es geht um das schöpferische Organ, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Schilddrüsenprobleme an sich haben sehr, sehr häufig ihre Ursache, also die Wurzel im Endeffekt, im weiblichen und männlichen Sakralraum, also in unserem Genitalbereich Genitalbereich. Und das ist immer was sehr, sehr, sehr häufig übersehen wird, im Darm. Das heißt, Schilddrüsenprobleme von der Wurzel her kommen aus dem männlichen und weiblichen Sakralraum und den Keimdrüsen beim Mann, Hoden und insbesondere großes Thema im Darm. Wichtig also, schaut euch euren Darm an, macht mal eine gute Darmdiagnostik, nicht so eine 0815 beim Arzt, sondern jemand, der sich da wirklich drauf versteht, wenn ihr ein Thema mit der Schilddrüse habt. So viel zum äußeren Teil. Ja, aber es geht ja viel, wenn wir beim Thema Selbstausdruck sind, um darum, wie drücken wir uns denn eigentlich aus? Wie kommen wir denn in einen, ich nenne es mal, künstlerischen Schaffensprozess? Und dieser künstlerische Schaffensprozess, den wir verwirklichen wollen, wo es praktisch darum geht, wie verwirklichen wir uns in diesem Leben, da geht es darum, dass wir im Endeffekt immer schauen, was tun wir Sinnvolles, aber Nutzloses. Warum sinnvoll, aber nutzlos? Weil Kreativität, und ich werde auch nochmal was extra zum Thema Kreativität machen, erinnert mich bitte dran, weil das Thema Kreativität der größte Heilungsbooster überhaupt ist. Warum sinnvoll, aber nutzlos, wollte ich aber eigentlich sagen, weil Kreativität etwas zum Ausdruck bringt, womit ich nicht unbedingt Geld mit verdienen will. Oder was ich mir nicht unbedingt an die Wand hängen will. Oder was ich nicht unbedingt jemandem schenken will. Oder so, sondern einfach nur, weil ich es tue. Kreativer Tanz kann sowas sein. Oder Kalligrafie. Es kann auch Stricken sein. Ja, wenn ich jetzt nicht unbedingt 50 Socken stricken muss, weil ich sonst kalte Füße kriege, sondern einfach, weiß ich nicht, welche Deckchen häkle oder so. Das ist ja mehr häkeln. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, es geht darum, wie ich mich verwirkliche, nicht was ich verwirkliche. Es geht nicht ums Was, sondern ums Wie. Diese Freude dahinter, dieser Spaß dahinter, dass ich etwas ins Außen bringe. Okay. Das heißt, wenn die Kreativität zur Produktivität wird, also wenn ich das tue, damit ich damit Geld verdiene, weil, weiß ich nicht, das jemand versprochen habe oder wie auch immer, also Power, 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 dann geht es ganz häufig in eine Überfunktion der Schilddrüse. Ja? Kreativität, die mit Produktivität verbunden ist, immer dieses, ja? Dann geht es häufig in eine Überfunktion der Schilddrüse. Die Unterfunktion. Wenn keine Kreativität vorhanden ist, wenn ich meine, dass ich nichts zu sagen habe, nichts zu geben habe, nichts kann, ja, wenn ich mich kreativ überhaupt nicht ausdrücke, weil ich halt glaube, ich kann das nicht, dann führt das häufig in die Unterfunktion. Und ihr dürft einfach mal schauen, je nachdem, was ihr auch für ein Thema habt. Und ein spannendes Thema ist der Hashimoto, ne, wo es ja ganz häufig hin und her pendelt. Geht es halt wirklich darum zu schauen,
Bewege ich mich jetzt gerade in diesem Bereich? Ich muss. Oder ich kann ja nicht. Wer will was schon? Ja? Schaut da einfach mal hin. Spürt mal rein, was einfach diese Sätze mit euch machen. Weil ganz häufig, wenn wir wieder in diese Mitte kommen, in diesen Spaß am Tun, an der Verwirklichung, dann reguliert sich so vieles wieder ein, dann reguliert sich der Hormonspiegel wieder ein, meine Abwehrkräfte werden gestärkt, mein Selbstvertrauen steigt und ich bringe einfach was zum Ausdruck, weil es mir Freude macht. Gut, zwei Themen möchte ich noch ansprechen hier zum Thema Schilddrüse, weil es mir auch ein bisschen darum geht. Ich habe ja jetzt den einen Punkt genannt, wie ihr da mal schauen könnt, wo hänge ich mit meiner Kreativität. Jetzt geht es ja auch darum, dass viele Menschen gerade hier in diesem Bereich sehr verspannt sind. Und ich möchte euch zwei Übungen mit an die Hand geben, wie ihr da einfach ein bisschen mehr Entspannung reinbringt. Weil gerade, wenn ihr euch überlegt, was ich gesagt habe, ne, dieses entweder ich kann nichts, gehe in die Unterfunktion, oder ich mache, ich bin in der Überfunktion, hat das sehr viel mit Spannung zu tun. Ne? Das hier ist die Anspannung, ich muss. Und das ist dieses, ich kann ja nichts, ne, totstellen, ne, hatten wir schon mal als eigenes Video. Und dadurch verspannen wir gerade im Schulter- und Halsbereich sehr viel. Mir geht es jetzt mal hier um den Kehlbereich, wie der verspannt. Da gibt es zwei Hintergründe zu, auf die ich einfach nochmal hinweise. Schaut euch bitte nochmal das Video zum Thema Einatmen, Ausatmen an. Da geht es um die Stellung des Kopfes. Ja, habe ich hier hinten mehr die Lordose, also die Überstreckung? Oder habe ich eher den langgestreckten Nacken, weil hier seht ihr immer, ich hebe mal das Kinn so ein bisschen, weil ich dann viel freier sprechen kann. Und wenn wir eine falsche Kopfstellung haben, dann beeinflusst das den Druck auf diesen ganzen Bereich, beeinflusst unsere Sprache, beeinflusst unseren Selbstwert. Schaut euch also das Video einfach nochmal an zum Thema Ein- und Ausatmen. Dann möchte ich euch zwei Übungen heute an die Hand geben, die ihr einfach selber machen könnt. Ihr könnt dafür dann gerne das Video pausieren. Ich nehme jetzt nicht die ganze Zeit Zeit, um die mit euch zu machen, weil ihr könnt eh pausieren. Die erste ist, setzt euch einfach mal völlig entspannt hin. Ihr schließt den Mund, die Lippen aufeinander, die Kiefer beißen nicht zusammen. Und jetzt öffnet ihr ganz langsam, so langsam wie es euch möglich ist, den Mund bis zu dem Punkt, wo ihr merkt, jetzt entsteht ein Widerstand. Ich mache das einfach mal kurz vor. Und wenn ihr jetzt merkt, hier entsteht ein Widerstand, da hört ihr auf. Und dann schließt ihr den Mund wieder ganz langsam, ohne dass die Zähne aufeinander reiben. Jetzt öffnet ihr ihn wieder, ganz langsam. Und wenn ihr wieder an den Punkt mit dem Widerstand kommt, schließt ihr den Mund wieder ganz langsam. Hier geht es darum, dass ihr die Bewegung wirklich wahrnehmen könnt. Und jetzt macht es Sinn, hier das Video zu pausieren und das Ganze noch 4, 5, 6 Mal zu machen. Und ihr werdet merken, dass dann nachher eine wirkliche Entspannung im Kiefer einsetzen kann. Gut. Die zweite Übung, die ich euch mit an die Hand geben möchte, ist die Lockerung des Zungenbeins. Ganz oft entsteht eine Anspannung beim Sprechen oder dieses, was ich gerade gemacht habe, bei mir liegt es noch ein bisschen, wo ich eine Mandelentzündung hatte. Daran, dass wir hier verspannt sind und insbesondere, dass unser Zungenbein verspannt ist. Und ich sage euch jetzt wieder die Übung an, ihr könnt es einfach nachhören nachher und ganz in Ruhe selber machen. Das heißt, ihr legt die Zunge auf den Mundboden, entspannt die Kiefergelenke, also der Kiefer beißt nicht aufeinander. Und jetzt könnt ihr hier vorne den Adamsapfel so ein bisschen spüren, macht das nicht so doll, ja? Bei Männern ist das leichter spürbar. Und dann geht ihr mit Daumen und Zeigefinger etwas nach oben.
Und wenn ihr die Zunge im Mund hin und her bewegt, merkt ihr, da ist die Zunge. Und jetzt hört die Zunge auf zu bewegen. Und ich mach's mal, ich erkläre das und dann mache ich das. Und bewegt diese Zunge mal ganz sanft ein wenig hin und her. Das macht ihr einfach ganz sanft hin und her bewegen. Und ihr könnt dann richtig merken, wie diese Entspannung hochgeht in den Mund, aber auch bis hinunter ins Becken. Ich hatte gesagt, Zusammenhang, Sakralraum, Kehle. Und diese Übung bietet sich an, immer wieder auch zwischendurch zu machen. Nehmt euch dafür Zeit. Nicht jetzt so schnell, wie ich es jetzt hier angesagt habe, sondern nehmt euch die Zeit. Spürt hinein, schließt gerne dabei die Augen. Eure Schilddrüse ist euer Selbstausdruck, wie ihr euch in diese Welt bringt. Ja, dafür dürft ihr euch Zeit und Raum nehmen. Gut, ihr Lieben. Ich danke euch, dass ihr heute eingeschaltet habt zu diesem ganz spannenden Thema Schilddrüse. Ich werde noch mehr zum Thema Hormone auch machen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gebt mir gerne ein Like. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir haben eine Live-Veranstaltung, kostenfrei, wo ihr alle Fragen stellen könnt. Dafür könnt ihr entweder auf den Link hier unten klicken, der unter dem Video ist, und euch eintragen. Dann schicken wir euch immer die Termine vorher zu. Oder aber ihr geht auf die Seite frauengeschichten.org und da findet ihr dann auch den Link zu der Seite, wo die Termine stehen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine ganz wundervolle Zeit und bis später. Tschüss!